Ach, guck mal, unser Chinese hat jetzt auch was Günstiges für Rechtsextreme. Gebratene Kartoffeln, Erbsen, Möhrchen, was? 37, Nazi Goreng. Erfreuliche Krise. Die NPD, der Gegenentwurf zum Mensa-Club, steht nun nicht mehr nur vor dem geistigen, sondern auch vor dem finanziellen Bankrott. Die Partei hat sich selbst angezeigt, da offenbar erneut Hunderttausende Euro in der Kasse fehlen. Demnächst nachzulesen in der NPD-Chronik Mein Kampf mit der Buchhaltung. Ja, die NPD ist hoffentlich bald genauso ein Relikt wie die Nazi-Bunker an den Küsten Frankreichs, die hier bei The Frightening Beauty of Bunkers eindrucksvoll beschrieben und porträtiert werden. Eine Pflichtlektüre auch für die Jungs in Konflikt, damit die wissen, dass Krieg kein Spiel ist. Wobei die beiden das immerhin unblutig, aber dafür schon sehr professionell machen und wie im echten Leben natürlich auch immer weiter aufrüsten. Tja, aber leider ist nicht nur die NPD, sondern auch der Rest Deutschlands finanziell weiter auf Kontinentalfahrt. Gerade in der Autoindustrie ist die Eigenkapitalsohle noch lange nicht erreicht. Der Vorstandschef von Conti hat ja gestern angekündigt, dass man ab sofort Investitionen zurückfährt und bei Forschung und Entwicklung spart. Da gehen die Reifen jetzt sicher weg wie warme Semmeln. Nee, es fahren sowieso schon immer mehr Leute U-Bahn. Vor allem, weil man da immer so ungeheuer interessante Menschen trifft. Und manchmal sind auch ein paar richtige Luder dabei. Ja, oder alternativ steigt man auf einen umweltfreundlichen Motorroller wie diesen um. Also umweltfreundlich für alle Bäume, außer den verarbeiteten. Aber bei so einem Anblick kann man das schon mal verzeihen. Und sich dafür vielleicht mit ein paar Baumporträts bei der Natur revanchieren. Wie der Südkoreaner Myung-Hoo Lee, der denen dafür sogar einen schönen weißen Hintergrund spendiert. Ja, man macht sich doch leider viel zu selten Gedanken über das sensible Ökosystem der Bäume. Und vor allem, wie schnell man es durch Unachtsamkeit aus dem Gleichgewicht bringen kann. Was der Umwelt ja bekanntlich auch sehr hilft, ist Stromsparen. Besonders loben muss man deshalb mal die Fernsehsender, die es uns so leicht machen, sogar auf Standby zu verzichten. So kann man bei der Stromvergeudung von Michael Bosenko auch mal ein Auge zudrücken. Nicht der erste Lichtkünstler, den wir vorstellen, aber der vielleicht anspruchsvollste, der seine fantastischen Fotos sehr sorgsam inszeniert. Und wir Normalunbegabten können unsere Fotos dafür immerhin nachträglich ansprechend gestalten. Nämlich mit der tollen, kostenlosen Software Shape Collage, mit der man seine Fotos collagenartig als Buchstaben, Wörter oder in beliebigen Formen anordnen kann. Ja, was für ein Glück! In 350 Tagen ist doch schon wieder Valentinstag. Oh, wir dürfen jetzt thematisch aber nicht zu kitschig werden. Ja, das ist ja immer ungeheuer schwer, Männer und Frauen gleichermaßen anzusprechen. Nicht jeden Tag schickt einem der Himmel ein total süßes Kätzchen, das aber gleichzeitig auch richtig brutal boxen kann. Oft findet man eher so Sachen wie diese Liste mit 8 Animationsfilmen nur für Erwachsene. Also nichts, was man unter der Decke gucken muss, aber Filme eben, in denen es etwas krasser, gruseliger und manchmal auch blutiger zur Sache geht. Wie auch im Falle von Ed, dem Verkäufer, der ständig mit den Stimmen in seinem Kopf zu kämpfen hat, bei denen sich zu allem Überfluss auch jedes Mal die bösen Gedanken gegen die positiven durchsetzen. Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Hallo, Chrissy. Ich bin's. Deine innere Stimme. Oh, was willst du? Mir lasse der Domenkelle, denn da je hört dahin.